Grimi eb Art Kerser. Deit wenn Adan in Karn eb Morwut. Em hier war Emreis. Verneigen. Ich werde mich verneigen. Eure kaiserliche Majestät. Area Epto Orde. Evelien, Namin, wat gern wavort. Auf welche Sprache sprechen sie überhaupt? War das lateinisch? Ich dachte, du beugst das Haupt vor niemandem. Ich wollte den Kämmerer nicht enttäuschen. Wir sind Freunde. Sicher habt ihr mich nicht rufen lassen, um über die guten alten Zeiten zu sprechen. Ruhe. Meine Tochter Cyrilla, sie ist zurück und in Gefahr. Die wilde Jagd ist hinter ihr her. Du wirst sie finden und zu mir bringen. Warum ich? Sie ist zurück, ist das sicher? Also, naja, die sah irgendwie nicht so schön aus und die sah irgendwie so eine Zicke aus. Irgendwie habe ich nicht wirklich viel Bock, ihr zu helfen, aber ich frag mal, sie ist zurück, ist das sicher? Vielleicht ist sie ja tot, vielleicht ist nur die Leiche angekommen, wer weiß. Seid ihr sicher? Ciri ist gegangen, weit, weit fort. Meinst du, ich würde dich mitten im Krieg herzitieren, um ein Gerücht zu diskutieren? Ich meine, dass jeder sich irren kann, sogar ein Kaiser. Ich hatte vergessen, wie unverschämt du sein kannst. Ich habe keine Zeit, dich zu überzeugen und auch kein Interesse. Yennefer wird das tun. Nach der Audienz. Okay. Verdammt, das ist Ciri. Also Ciri. Sie sah aber nicht wirklich ähnlich auf dem Bild aus. Das mit dem Verbeugen, ich wollte einfach höflich sein. Also ich bin dann eher doch ein höflicher Hexer. Ja. Wie viele Männer habt ihr in der Armee? 20.000? 30? Warum also ich? Du weißt warum. Weil sie dir vertraut. Sie vertraut mir, richtig. Sagt mir also, warum ihr sie sucht. Ich bezweifle, dass es um all die verlorenen Jahre geht. Staatsräson, wie immer. Schluss mit dem Geplänkel. Du wirst auf jeden Fall zustimmen. Und sei es nur deswegen, weil ich dich bezahlen werde. Besser, als du üblicherweise bezahlt wirst. Sehr viel besser. Ich brauche Informationen, nicht Motivation. Ich tue es nur für Ciri. Ein bisschen Geld könnte ihn schaden, da ich ihr so oder so helfe. Also ich tue es nur für Ciri, aber ein bisschen Geld kann auch dafür rausspringen, natürlich. Ich brauche Informationen, keine Motivation. Ciri hinterlässt kaum Spuren. Sie wird schwer zu finden sein. Meine Spione werden dir helfen. Verlass dich auf sie und auf meine Armee, falls es notwendig wird. Yennefer erzählt dir den Rest. Diese Audienz ist beendet. Mererit, bring ihn zur Zauberin. Folge er mir. Es muss wieder folgen. Dicht bei mir. Es sind viele ehrenhafte Gäste im Palast, die der Herr verabscheut. Nicht belästigen darf. Alles klar, nicht belästigen darf. In der Nähe muss ich bleiben. Okay, okay. Hallo Kumpel. Es ist Nachmittag. Boah, denn dieser Nazi. Weißt du, mit wem du redest, Soldat? Ich bin Herebar der Zweite, Prinz von Elanda. Mich interessiert das ein Scheißdreck. Der Annen, Arznin. Tet Ategane, Enkalant, Nes, A Evalue, Sauer, Eb Toussaint. Darf ich mal stören? Warum beteiligst du dich nicht lieber? Wir sprechen über Neutralität, wie schwierig sie zu bewahren ist. Das weiß ich recht gut, man sollte es versuchen. Ich habe gerade nicht zugehört. Egal, das weiß ich recht gut. Das weiß ich auch recht gut. Würdest du erklären? Das ändert sich nie.
Ich versuche, mich aus den Dingen rauszuhalten und dann kommt ein dringlicher Ruf und ein Angebot, das ich nicht ablehnen kann. Genug davon. Können wir das Thema wechseln? Ich habe mit dem Kaiser gesprochen. Leb wohl. Ah, ich habe keinen Bock auf die Typen. Komm. Bis dann. Ja, bis bald. Die wollten mir eine Aufgabe andrehen oder sowas in der Art. Ich habe aber keinen Bock auf die. So, wo ist ein Typ? Da ist er doch. Emrys Kamera. Mann. Sag nicht, die sprechen auf Lateinisch. Wieso? Ja. Sei leise. So, wo muss ich eigentlich hin überhaupt? Reden, hilf gerade drin. Der Typ geht nur dann, wenn ich in der Nähe bin. Das ist natürlich ganz cool. Und? Jira sieht nicht sehr beeindruckt aus. Kann ich jetzt weitergehen? Hallo? Hallo? Du kannst... Das kannst du hier nicht tun. Ah, Hexer sind erhalten, okay. Da ist eine Tür. Ich denke... Wir müssen zur Tür, oder? Folge dem Kamera, folge ich doch. Wenn der Herr soweit ist, möge er mich aufsuchen, um seine Habe zu holen. Okay, so, ich muss jetzt auf jeden Fall mit Jennifer sprechen. Da gehen wir mal kurz rein. Ja? Dann schreibe. In Novigrad haben nicht der Stadtrat und die Kaufmannsgilde das Sagen, sondern die Kirche des ewigen Feuers und die kriminelle Unterwelt. Alles klar. Geralt, diese Tunika. Du siehst einfach umwerfend aus. Könnte ich sie bloß ausziehen. Unter anderen Umständen würde ich das als Vorschlag werten, den ich sogar wahrnehmen könnte, aber wir haben was zu tun. Verstehst du jetzt, warum ich an Emyas Hof bin? Mhm. Und jetzt sitzen wir wohl im selben Boot. Ciri, ist sie wirklich wieder da? Oder irrt er sich vielleicht? Schau, so sieht sie jetzt ungefähr aus. Jedenfalls unseren Agenten zufolge. Unsere kleine Hexerin ist eine junge Dame geworden. Ja, sind es also schon unsere Agenten? Ja, ganz erwachsen. Ja, sie ist schon ganz erwachsen geworden. Sieh einer an. Sie ist erwachsen. Euer Training in Kaer Morhen ist Jahre her. Es hat sich viel verändert. Du nicht. Kein bisschen. Das wollte ich auch gerade sagen. Ich habe deine unbeholfenen Komplimente vermisst. Aber konzentrieren wir uns auf Ciri, ja? Gut. Emir sagt, die wilde Jagd sei hinter ihr her. Bis zu den Ereignissen gestern hätte ich das kaum geglaubt. Wie haben sie uns aufgespürt? Wegen mir. Weißt du, ich habe Monate damit verbracht, nach Ciri zu suchen. Mit Ortungszaubern, Haruspitie, Geomantie, einfach mit allem. Ich wusste, dass die wilde Jagd es merken und mich sogar finden könnte. Aber ich dachte, ich hätte sie getäuscht. Tja, du hast dich wohl geirrt. Ich habe seit einiger Zeit gespürt, dass sie mir auf den Fersen war. Wenn du und Emhirs Soldaten nicht gewesen wärt, hätte sie gekriegt, was sie will. Noch so eine Begegnung kann ich nicht riskieren. Es ist Zeit, die Magie beiseite zu lassen und konventionelle Methoden einzusetzen. Den besten Fährtenleser, den ich kenne. Du musst sie finden, Geralt, bevor es die wilde Jagd tut. So, was will die Jagd eigentlich von Ciri? Das interessiert mich echt. Die wilde Jagd. Was kann sie von Ciri wollen? Keine Ahnung, Geralt. Ich hätte sie ja angeschrieben und nachgefragt, aber ich habe die Adresse nicht. Ich weiß so viel wie du. Es muss um ihr Blut gehen, um ihre Gabe. Aber was die Jagd mit der Gabe vorhat, darüber will ich lieber nicht nachdenken. Was kann sie denn eigentlich? Ich habe schon alles vergessen aus Witcher 2 oder aus Witcher 1 sogar, ich weiß nicht. Wo wurde eigentlich Ciri gesehen? Wo genau wurde Ciri denn gesehen?
An zwei Orten, Velen und Novigrad. Die Spur in Velen ist aussichtsreicher. Da solltest du zuerst hingehen. Frag nach einem Kaufmann namens Henrik in der Taverne am Scheideweg. Er ist einer der kaiserlichen Agenten und sollte sich mit dir in Verbindung setzen. Das war's? Keine Losungen, keine geheimen Begrüßungsrituale? Nein. Tut mir leid, dir die Kindheitsfantasien über die Spionage zu verderben. Wir haben in Novigrad nur unbestätigte Meldungen und Gerüchte, aber du hast da die Hilfe unserer gemeinsamen Bekannten. Triss Merigold. Die hat offenbar eine gemütliche Wohnung am Marktplatz. Sie wird bestimmt entzückt sein, mich zu sehen. Was ist mit dir? Was hast du vor? Ich segle nach Skellige. Da hat es neulich eine magische Explosion gegeben, die einen halben Wald zerlegt hat. Ich glaube, dass das was mit Ciri zu tun hat. Ich bin in Kaer Trolde. Komm zu mir, wenn du was erfahren hast. Okay, so, warum hast du mich nicht früher kontaktiert? Das würde mich auch sehr interessieren. Noch eins, bevor wir gehen. Warum hast du nicht versucht, mich zu erreichen? Hast du mich nicht gebraucht? Wolltest du mich gar nicht sehen? Ich wollte nichts verderben. Ich hörte, Triss und du wären ein tolles Paar. Jen, ich hatte das Gedächtnis verloren. Wirklich? Das ist deine Ausrede? Lassen wir das, ja? Es ist nicht, was du denkst. Es hat mir gezeigt, wie sehr ich dich liebe. Ich will sowas nicht hören. Nichts davon. Du willst sofort zum Ende kommen. Okay, so, Zeit zum Aufbruch. Dann müssen wir uns wohl wieder trennen. Das gefällt mir nicht, aber ich verstehe es. Die Uhr tickt. Das tut sie. Warum teleportiere ich dich nicht nach Velen, damit du sofort da bist? Kommt nicht in Frage. Ich reite, sobald ich mich umgezogen habe. Wie du willst. Oh, und du siehst in schwarzem Samt wirklich toll aus. Meinst du? Vielleicht kann ich mir eine Rüstung damit füttern lassen. Viel Glück, Jen. Dir auch. Und wenn du wissen willst, was in der Welt passiert ist, während du und Wesemir durch die Wildnis gestreift seid, rede mit Botschafter Va'atre. Das ist er, da drüben. Geralt, ich weiß, dass Krieg herrscht und so weiter, aber bitte spiel nicht den Helden, ja? Geh einfach den Hinweisen nach und komm dann zu mir, gesund und munter. Ich werde auf dich warten. Also die Kussanimation war das Allergeilste. Auch nicht. So, auf jeden Fall. Nein, wo gehst du hin? Hinter dir her! Nein, verlass mich nicht. Ich hasse Portale. Oh. Aha. Jammer, dass ich keine Zeit habe. Alles klar, die ist nur eine Tür hier weitergegangen. Weit ist hier ganz weit weg. So, auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr geschaut. Die Aufnahme hat ja eine Reihe. Auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Jetzt wissen wir auch, wieso hier alles das passiert. Über die Wildjagd weiß ich nichts mehr. Das mit dem Bart da oder mit dem Typen da, der mich versiert hat, habe ich immer noch nicht so genau erfahren, was der denn genau wollte. Okay, der wollte Haltefahren, die Geschichte, wie alles früher war und so. Weil der alte Spielstand irgendwie gefehlt hat. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war sehr, sehr interessant alles. Ja, mit diesen Worten beende ich noch die Aufnahme. Bis zum nächsten Mal und tschüss.